بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله sagte: بسم الله الرحمن الرحيم. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Einige Vorzüge der Sura Al-Fatiha. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Das Lob sei Allah, dem Herrn der Welten, des Allerbarmers, des Barmherzigen, dem Herrscher am Tage des Gerichts. Diese drei Ayat beinhalten drei Angelegenheiten. In der ersten Ayat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, beinhaltet die Liebe. Denn Allah ist derjenige, der uns Gaben gibt, und derjenige, der Gaben gibt, wird gemäß seinen Gaben geliebt. Und die Liebe teilt sich auf in vier Arten. Mahabba Shirkiya, die Liebe des Schirks. Und das sind diejenigen, die Allah über sie sagte: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ, bis zu seiner Aussage: وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. Und von den Menschen, wer neben Allah Gleiche nimmt, sie lieben sie, so wie sie Allah lieben, bis zu seiner Aussage, und sie werden nicht aus dem Feuer hinauskommen. Die zweite Liebe, die Liebe der Leute der Falschheit und das Hassen der Wahrheit und das Hassen der Leute der Wahrheit, und dies ist die Eigenschaft der Heuchler. Die dritte Liebe ist die natürliche Liebe, und es ist die Liebe des Besitzes und der Kinder, solange sie nicht ablenkt von der Gehorsamkeit Allahs und solange sie nicht dazu hilft, zu den Sachen, die Allah verboten gemacht hat, so ist sie erlaubt. Die vierte Liebe ist die Liebe der Leute des Tauhids und das Hassen der Leute des Schirks, und dies ist das feste Band des Glaubens und das gewaltigste, mit dem Allah angebetet wird. In der zweiten Ayah, Ar-Rahman Ar-Rahim, beinhaltet die Hoffnung, und die dritte Ayah, Malik Yawmiddin, beinhaltet die Angst. Sheikh Al-Fawzan, Hafidahullah Ta'ala, sagte in der Einleitung zu dieser Abhandlung: In dieser Abhandlung werden einige Vorzüge der Surat Al-Fatiha klargestellt. Sie ist eine gewaltige Sura, und sie wurde Al-Fatiha genannt, die Eröffnende. Und zwar, weil mit ihr den edlen Mushaf eröffnet wird. Sie ist die erste Sura im Mushaf. Und sie wird auch genannt As-Sab'ul Mathani, die sieben sich ständig wiederholenden Verse. Weil es sind sieben Ayat. Allah sagte im Koran: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِيَ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. Und wahrlich gaben wir dir sieben sich ständig wiederholende Verse und den gewaltigen Koran. Sie wurden sich wiederholende Verse genannt, weil man sie in jeder Raka'a liest. Und die Fatiha wird auch Ummul Qur'an, also die Mutter des Korans, genannt. Und weil die Mutter einer Sache wird genannt, wenn sie die Grundlage ist, die immer zurückkehrt zu etwas. Der Koran kommt in seiner Bedeutung, kehrt immer darauf zurück, was die Surah Al-Fatiha beinhaltet. Ebenfalls wird Surah Al-Fatiha As-Salah, das Gebet, genannt. Dies durch die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam im Hadith al-Qudsi, den er von seinem Herrn überliefert, dass Allah sagt: Ich habe das Gebet zwischen mir und zwischen meinen Diener in zwei Hälften geteilt. Er meint die Fatiha. Wenn der Diener sagt: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, so sagt Allah: Mein Diener hat mich gelobt. Und wenn er sagt: Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin, so sagt Allah: Mein Diener hat mich gepriesen und für prächtig erklärt. Und wenn er sagt: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, so ist das zwischen mir und meinem Diener zwei Hälften, und für meinen Diener ist, was er gefragt hat. Ebenfalls wird die Fatiha Al-Kafiya genannt, die Genügende. Und sie wird Ar-Ruqya genannt. Die Ruqya ist das Lesen, um Krankheit oder Zauberei und Djinn abzuwenden.
Sie wurde Ruqya genannt, weil einige der Sahaba sind bei einer Siedlung von Arabern vorbeigekommen und sie fragten sie, ob sie sie aufnehmen könnte als Gäste. Und sie haben sich geweigert, sie aufzunehmen. Danach wurde der Führer dieser Siedlung wurde von etwas Giftigem gestochen. So sind sie zu den Sahaba gekommen und haben sie um Ruqya gefragt. So sagte einer der Sahaba, wir machen Ruqya, aber ihr habt euch geweigert, uns aufzunehmen als Gäste. So lesen wir nun nur die Ruqya, wenn ihr uns eine Belohnung dafür gebt. So haben sie ihnen eine gewisse Anzahl von Schafen angeboten. Und er las ihm, dem Führer der Siedlung, die Surat al-Fatiha. Und so ist er aufgesprungen, als wäre er von einer Fußfessel des Kameles entfesselt. Also er ist geheilt worden. Nachdem die Sahaba sallallahu alaihi wasallam zum Propheten gegangen sind, sallallahu alaihi wasallam, und ihm mitteilten, was passierte, sagte er sallallahu alaihi wasallam, und was lässt sich wissen, dass sie Ruqya ist, also die Fatiha. Und ab dann wurde die Fatiha auch Ruqya genannt. Und sie ist eine gewaltige Sura. Und auf ihre Gewaltigkeit deutet darauf hin, dass sie eine Säule des Gebetes ist. Wenn man sie nicht liest, ist das Gebet ungültig. Und sie wird in jeder Raka wiederholt. Und das deutet auch darauf hin, wie gewaltig diese Sura ist. Die Sura beinhaltet glorreiche Bedeutungen. Am Anfang der Sura kommen alle drei Arten des Tauhids vor. In der Aussage Alhamdulillahi Rabbil Alamin ist Tauhid al-Rububiyya. Und in der Aussage Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin beinhaltet Tauhid al-Asma'i wa Sifat. Und in der Aussage Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in beinhaltet Tauhid al-Ubudiyya, also Tauhid al-Uluhiyya. Das heißt, die Sura beinhaltet die drei Arten des Tauhids. Und genau so ist nämlich der Koran aufgebaut. Alles im Koran geht zurück auf den Tauhid. Und darum lernen wir den Tauhid. Und darum ist der Islam auf dem Tauhid aufgebaut. Unsere Dawa ist auf dem Tauhid aufgebaut. Alles kehrt zum Tauhid zurück. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat mit dem Tauhid seine Dawa angefangen. Und das Letzte, bevor er starb, war der Tauhid und die Warnung vor dem Schirk. Und so kann niemand uns vorwerfen, dass wir zu viel Tauhid unterrichten oder dass der Tauhid trocken wäre. Oder gewisse Leute, die sagen, ja, Tauhid lernt man in 5 Minuten und vieles weitere, die unwissenden Leute der Ahl Sunna vorwerfen. Ibn al-Qayyim rahimahullah sagte, jede Ayah im Koran beinhaltet den Tauhid und bezeugt den Tauhid und ruft zum Tauhid auf. Der Koran ist entweder eine Mitteilung über Allah und seine Namen und seine Eigenschaften und seine Taten. So ist dies der Tauhid al-Ilmi al-Khabari, der Tauhid des Wissens und der Mitteilung, der sich aufteilt in Tauhid al-Rububiyya und Tauhid al-Asma'i wa-Sifat. Oder ist im Koran Aufruf zum Gottesdienst zu Allah alleine, der keine Partner hat, und dass der Aufruf zum Lassen alles, was neben Allah angebetet wird, so ist dies der Tauhid al-Iradi al-Talabi, der Tauhid der Absicht und des Verlangens, oder auch Tauhid al-Uluhiyya au al-Ubudiyya. Oder es ist ein Befehl oder ein Verbot oder die Verpflichtung, Allah zu gehorchen in seinem Verbot und in seinem Befehl. Und das sind die Rechte des Tauhids und die Vervollständigung des Tauhids. Oder es ist eine Mitteilung, wie Allah die Leute des Tauhids edel behandelt und wie sie ihm gehorchen und was mit ihnen geschah im Diesseits und was Allah ihnen gewährt und wie er edel mit ihnen ist im Jenseits. So ist das die Belohnung für den Tauhid. Oder es ist eine Mitteilung über die Leute des Schirks und was mit ihnen passierte, mit Strafe im Diesseits und was mit ihnen passiert von gewaltiger Strafe im Jenseits. So ist dies eine Mitteilung über diejenigen Leute, die den Tauhid verlassen haben.
der Koran. Alles im Koran ist Tauhid und über die Rechte des Tauhids und über die Belohnung des Tauhids und über die Angelegenheit des Schirks und die Leute des Schirks und über die Bestrafung der Leute des Schirks. Dies war die Aussage von Ibn al-Qayyim, rahimahullahu ta'ala. Und heute, die Leute behaupten, dass sie die Leute zum Islam und zum Tauhid aufrufen und sie verstehen überhaupt nichts vom Tauhid. Sie verstehen nichts von der Religion und sie sind schon große Aufrufer zum Islam und große Shuyuch, obwohl sie sehr wenig der Religion verstanden haben und sehr vieles haben sie falsch verstanden. Sheikh al-Fawzan fährt fort zu den Vorzügen der Surat al-Fatiha, dass die Surat al-Fatiha die zwei Arten der Dua beinhaltet. Die Dua Ibadah und Dua Mas'ala. Dua Ibadah ist das gottesdienstliche Bittgebet und das Dua Mas'ala ist das Bittgebet des Fragens. Für die Definition von beidem sagte Ibn al-Qayyim rahimahullah, Dua al-Ibadah, also die gottesdienstliche Ibadah, ist die gottesdienstliche Handlung des Menschen, die er für den Angebeteten, also Allah, verrichtet. Und er beabsichtigt mit dieser Tat die Belohnung von Allah und er macht sie aus Angst vor seiner Strafe. Das heißt, jede gottesdienstliche Handlung ist das Bittgebet der Ibadah, also Dua al-Ibadah. Und Dua Mas'ala, also das Bittgebet des Fragens, ist das Verlangen derjenige, der bittet, einen Nutzen und das Verlangen, den Schaden abzuwenden. Also das heißt, wenn man einfach Allah etwas fragt und etwas bittet, mit seiner Zunge. Und das heißt, jede Dua Ibadah beinhaltet Dua al-Mas'ala. Und jede Dua Mas'ala gehört zu Dua al-Ibadah. Das heißt, Dua Ibadah ist allgemein und Dua Mas'ala ist speziell. Und meistens, wenn wir sprechen von Dua, dann ist bekannt Dua Mas'ala. Der Sheikh Abdurrahman al-Sa'di, rahimahullah ta'ala, sagte, alles, was im Koran vorkam, dass die Dua anbefohlen wird, oder Dua neben Allah verboten wird, oder diejenigen Leute, die Dawa machen, gelobt werden, beinhaltet es die Dua Mas'ala und Dua al-Ibadah. Das heißt, wenn Allah sagt im Koran, ruf nicht neben Allah jemand anderes, beinhaltet es die Dua al-Ibadah auch. Es beinhaltet automatisch nicht nur das Rufen, sondern alle Arten von Ibadah, die wir in anderen Büchern wie Kitab Tawhid zum Beispiel gelernt haben. Es beinhaltet den Sujud, das Schlachten, das Gelöbnis, das um Hilfe bitten, ist allgemein alles. In der Surat al-Fatiha, Dua al-Ibadah, ist nämlich auch das Lobpreisen Allahs. Und das kommt vor in den Ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin bis zur Ayat Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Dies alles ist die Lobpreisung Allahs und gehört zu Dua al-Ibadah. Und dann Dua al-Mas'ala beginnt ab Ihdina Sirat al-Mustaqim, leite uns den geraden Weg, Sirat al-Ladina an'amta alayhim, ghayri al-Mahdubi alayhim wa al-Dallin, den Weg denjenigen, den du Gunst erwiesen hast, und nicht den Weg derjenigen, mit denen du zornig bist, und auch nicht den Weg derjenigen, die in der Irre sind. Und darum sollte man, wenn man fertig ist mit dem Surat al-Fatiha, sollte man sagen Amin, was bedeutet O Allah, erhöre. Ebenfalls beinhaltet die Surat al-Fatiha die Bestätigung der Botschaften, und zwar der Botschaften von Allah. Denn die Aussage Rabbil Alamin, Herrn der Weltenbewohner, erfordert, dass es Botschaften gibt. Denn der Herr ist derjenige, der sich kümmert um seine Diener und sie erzieht. Und die Erfordernis der Erziehung ist, dass er zu ihnen Gesandte sendet, um sie rechtzuleiten und sie zu erziehen. Und dies erfordert die Ar-Rububiyya. Und die Hidayah erfordert, dass es einen geraden Weg ist,
zu dem man recht geleitet werden kann. Und zwar in der Aussage, Ihdina Sirat al-Mustaqim, Mustaqim, leite uns zum geraden Weg. Und es ist nicht möglich, dass wir zum geraden Weg recht geleitet werden, außer durch Gesandte. Und in diesen zwei Punkten, und zwar der Herren der Welten und den geraden Weg, sind es zwei Dinge, die die Botschaften bestätigen. Ebenfalls in der Surat al-Fatiha ist es eine Widerlegung an alle abgeirrten Gruppen. Erstens ist es eine Widerlegung der Atheisten, die sagen, dass es keinen Schöpfer gibt. Und zwar mit der Aussage Rabbil Alamin, denn die Bedeutung des Herrn ist auch der Schöpfer, der Erzieher, und dass er ihnen Gunst gibt und sich um sie kümmert und dass er über sie herrscht. Und alles das sind Bedeutungen, die den Namen Rabb, der Herr, beinhalten. So ist dies eine Widerlegung der Atheisten. In der Sura ist es eine Widerlegung der Mushrikin, der Götzendiener, die neben Allah etwas anderes anbeten, und zwar in der Aussage Iyyaka na'budu, dir alleine dienen wir. Denn diese Aussage erfordert die Aufrichtigkeit des Gottesdienstes für Allah alleine. Dies ist die Widerlegung der Götzendiener. Ebenfalls ist es eine Widerlegung an die Gruppen der Jahmiyyah und Mu'tazila und Asha'ira und Maturidiyya, die die Eigenschaften von Allah, Namen und Eigenschaften von Allah verleugneten oder veränderten. Ebenfalls bestätigt die Sura die Auferstehung, und zwar mit der Aussage Maliki Yawmiddin, dem Herrscher am Tage des Gerichts. Der Tag des Gerichts ist der Tag der Abrechnung, denn das Gericht Ad-Din, die Bedeutung davon ist die Abrechnung. Und es ist nämlich der Tag der Auferstehung. Und er wurde Tage des Gerichts genannt, weil dann mit den Dienern abgerechnet wird und sie für ihre Taten belohnt werden. Ebenfalls ist in der Sura ist es eine Zurückweisung der Juden. Und sie sind diejenigen, mit denen Allah zornig ist, und genauso die, die auf ihrem Weg sind. Jeder Gelehrte, nämlich der nicht nach seinem Wissen handelt. Und ebenfalls ist es eine Zurückweisung der Christen, die Allah anbeten ohne Rechtleitung. Und ebenfalls ist diese Sura eine Widerlegung eines jeden Mubtadi', eines jeden Erneuerers, der Allah ohne Beweis anbetet. Von den Christen und von den anderen, die nicht Christen sind. Weil der Ad-Dallin ist derjenige, der in der Irre ist. Er ist derjenige, der Allah anbetet ohne Rechtleitung. So die Christen und die Erneuerer, alle sie gehören zu den Ad-Dallin, denn sie dienen Allah mit Erneuerungen in der Religion. Ebenso ist in dieser Sura eine Zurückweisung der Ulema des Irrtums, die den Sinn der Wörter verdrehen und nach ihren Gelüsten handeln und die Aussagen verdrehen, sie interpretieren nicht so, wie es Allah meinte, sondern dass sie nachher ihren Gelüsten entsprechen. Und davon sind die Juden und die Christen und alle, die auf ihrem Weg sind. Und einige der Salaf sagten, wer von unseren Gelehrten in die Irre geht, so hat er eine Ähnlichkeit zu den Juden, und wer von unseren Dienern in die Irre geht, so hat er eine Ähnlichkeit zu den Christen. Und die Tatsache ist, dass dies eine gewaltige Sura ist, und der Scheich wird über ihre Vorzüge noch weiter erzählen. Das heißt, nur schon in der Surat al-Fatiha kommen so viele, beinhaltet so viele Zurückweisungen, wie dies Sheikh al-Fawzan sagt. Und so kann niemand uns vorwerfen, dass wir uns nur mit Zurückweisungen beschäftigen. Genauso der Koran ist immer eine Zurückweisung. Für diejenigen,
die nicht danach handeln, genauso wie wir vorher gelernt haben. Es ist eine Zurückweisung für jeden Gelehrten, der nicht nach seinem Wissen handelt, und eine Zurückweisung für jeden Diener, der Allah anbetet, ohne Wissen. Der Scheich Fawzan sagte zu den ersten drei Ayat: Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, beinhaltet drei Angelegenheiten. Die erste in der Aussage Alhamdulillahi Rabbil Alameen, das heißt, das Hamd, Alhamd, das Lob gebührt wem und für was? Es gebührt Allah für seine Gaben, und Allah wird gelobt für sein Wesen, für seine Namen, für seine Eigenschaften und für seine Taten. Er ist derjenige, der seinen Dienern gibt, und jeder, der gibt, wird gemäß dem, was er gibt, gelobt. Und das erfordert, dass er auch geliebt wird. Denn die Seelen sind so veranlagt, dass sie denjenigen lieben, der ihnen Gutes tut. Denn Allah ist derjenige, der ihnen Gutes tut und ihnen gibt und ihnen Wohltaten erweist. So lieben ihn die Herzen für seine Günste und seinen Vorzug und seine guten Taten. Und zwar mit einer Liebe, die keiner Liebe gleichkommt. Oder keine Liebe kommt dieser Liebe gleich. Und darum ist die Liebe von den gewaltigsten Arten der Ibadah. Und jetzt kommen wir zu den Arten, die Sheikh Mohammed bin Abdul Wahhab aufzählte. Die erste Art, Al-Mahabba Shirkiya. Und er nahm den Beweis, wa minan nasi man yattakhidu min dunillahi andada. Und von den Menschen, wer neben Allah Partner nimmt, und sie lieben sie, so wie sie Allah lieben. Das heißt, sie nehmen neben Allah ähnliche oder gleiche. Und die Götzendiener lieben diese Dinge, die sie anbeten, sehr stark, mit einer starken Liebe, und sterben für sie und kämpfen für sie. Und sie halten sich so fest an ihnen fest und lieben sie, weil die Liebe zu ihnen ihre Herzen durchdrungen hat. Allah sagt im Koran: وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Wenn Allah alleine erwähnt wird, ziehen sich die Herzen derjenigen, die nicht an das Jenseits glauben, zusammen, und wenn diejenigen neben ihm erwähnt werden, freuen sie sich. Und dann die Aussage: und von den Menschen, wer neben Allah Partner nimmt, sie lieben sie, so wie sie Allah lieben, jedoch diejenigen, die glauben, sind stärker, ihre Liebe zu Allah ist stärker. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Weil die Liebe der Götzendiener ist eine Liebe, die aufgeteilt ist zwischen Allah und zwischen den anderen. Jedoch die Liebe der Gläubigen ist eine Liebe, die für Allah aufrichtig alleine ist. Allah sagt im Koran: وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. Und wenn diejenigen, die Unrecht getan haben, wenn sie sehen würden, wenn sie die Strafe sehen, dass die Macht und die Kraft Allahs ist und dass Allah strenger Strafe ist. Allah sagt, wenn sie nur wüssten, was passieren würde am Tage der Auferstehung mit denjenigen, die sie angebetet haben, dann hätten sie einen anderen Zustand gehabt. Denn am Tage der Auferstehung werden sich diejenigen, die gefolgt wurden, von den Folgern freisprechen, und sie werden sie als Lügner erklären und ihnen sagen: wir haben euch nicht anbefohlen, uns anzubeten, und wir haben nicht einmal gewusst, dass ihr uns anbetet. اتَّبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُوا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. Wenn diejenigen, denen gefolgt wurden, sich von denjenigen, die ihnen folgten, freisprechen, und sie dann die Strafe sehen und die Verbindungsstricken zwischen ihnen abgetrennt werden. Die Verbindungsstricke sind die Liebe. Ibn Abbas sagte: die Liebe, die sie hatten im Diesseits zwischen ihnen und ihren angebeteten Sachen, wird
am Yawm al-Qiyamah aufgelöst werden. Allah sagte: Innama attakhadtum min dunillahi awthanan mawaddatan bainakum fil hayati ad-dunya thumma yawm al-qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'di wa yal'anu ba'dukum ba'da wa ma'wakum an-nar. Ihr habt neben Allah Götzen genommen aus Liebe unter euch im Diesseits. Jedoch am Tage der Auferstehung werdet ihr euch gegenseitig verleugnen und gegenseitig verfluchen, und euer Zufluchtsort wird das Feuer sein. Jedoch diejenigen, die Allah anbeteten und aufrichtig waren im Gottesdienst zu Allah, Allah wird sich im Jenseits um sie kümmern und edel mit ihnen umgehen und sie ins Paradies hineinlassen. Dies ist der Ausgang der Gläubigen im Jenseits. Das andere ist der Ausgang der Götzendiener im Jenseits. Die Götzendiener halten am Gottesdienst ihrer Partner neben Allah fest. Und sie kämpfen wegen ihnen und sterben für sie, um sie zu verteidigen. Jedoch am Tage der Auferstehung verwandelt sich diese Liebe und Verbindung in Feindschaft und Trennung und Boykott. Und die Zuflucht ist bei Allah. Allah sagte: Al-Akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Die festen Freunde werden gegenseitig Feinde werden, außer die Gottesfürchtigen. Es bleibt nur die Liebe unter den Gottesfürchtigen, weil sie auf einem starken und korrekten Fundament aufgebaut ist. Sie bleibt im Diesseits und im Akhira, im Diesseits und im Jenseits. Jedoch die Liebe, die zwischen den Kuffar und den Mushrikin ist, sie wird unterbrochen und sie verwandelt sich in Feindschaft. Sufyan al-Thawri, rahimahullah, sagte, das ist außerhalb von dem, was Sheikh Fawzan sagte, Sufyan al-Thawri sagte: Die Person, wenn du sie für Allah geliebt hast und sie dann im Islam etwas erneuerte, etwas im Islam, in der Religion hinzufügte, und du diese Person danach nicht für Allah hast, so wisse, dass du sie nicht für Allah geliebt hast. Also wenn ihr jemanden liebt für Allah und er erneuert in der Religion und du ihn dann immer noch liebst, dann hast du ihn nicht für Allah geliebt. Und genauso ist es mit diesen Leuten, die zum Beispiel von einem Scheich Wissen nehmen und ihn geliebt haben, und dieser Scheich ist dann eines Tages in die Irre gegangen. Und dann die Leute konnten es nicht akzeptieren und sind dann mit ihm in die Irre gegangen. Nur aus Liebe zum Scheich und diesen Scheich zu verteidigen. Das heißt, sie sind gar nicht von Anfang an aufrichtig gewesen. Oder sie sind aus Liebe zum Scheich dann in die Irre gegangen. Wie das schon vielfach passiert ist. Und darum sollten wir die Gelehrten lieben für Allah und nicht wegen ihren Personen. Und dass wir wissen, dass die Gelehrten, dass wir sie so lange lieben, solange sie auf dem sind, auf dem die Salaf waren. Und genauso wie Ibn al-Qayyim rahimahullah sagte, dass das Gleichnis der Gelehrten wie das Gleichnis der Sterne ist. Das heißt, die Sterne, sie leiten uns den Weg. Aber am Schluss müssen wir den Weg beschreiten. Und die Sterne sind eine Hilfe, um den Weg zu beschreiten. Und genauso die Gelehrten sind eine Hilfe, damit wir den Koran und die Sunna verstehen. Jedoch müssen wir auf dem Koran und der Sunna bleiben. Und Gelehrten sind eine Hilfe, indem wir den Koran und die Sunna verstehen. Möge Allah uns festigen und auf der Sunna sterben lassen. Die zweite Art ist das Lieben der Falschheit und der Leute der Falschheit und das Hassen der Wahrheit und das Hassen der Leute der Wahrheit. Und dies ist die Eigenschaft der Heuchler. Denn sie lieben die Falschheit und hassen die Wahrheit, und sie lieben die Ungläubigen und hassen die Gläubigen. Und ein Nifaq, die Heuchelei, ist das äußerlich Zeigen des Islams,
und das Beinhalten oder das Verbergen des Koffers. Und das Zeichen der Heuchler ist, dass sie die Leute der Falschheit lieben und die Leute der Wahrheit hassen. Das heißt, wenn du siehst, Leute, die Leute der Wahrheit hassen und im Speziellen die Sahaba hassen und dass sie die Gelehrten der Umma hassen und dass sie die Führer der Muslime hassen, so wisse, dass er ein Heuchler ist. Auch wenn er den Islam gegen außen präsentiert und er sagt, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah im Äußeren. Jedoch im Inneren ist er ein Kafir, der sich unter dem Islam versteckt mit der Aussage der Shahada. Jedoch ist er ein Ungläubiger und in der tiefsten Stufe des Höllenfeuers. Die dritte Art der Liebe ist die natürliche Liebe, auf die der Mensch veranlagt ist. Der Mensch liebt seine Verwandten, seine Kinder, seine Freunde und er liebt diejenigen, die ihm Gutes tun. Dies ist eine natürliche Liebe und die ist erlaubt, solange er sie nicht der Liebe zu Allah und dem Gesandten vorziehen. Falls er sie jedoch vorzieht, so sündigt er. Allah sagte, قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمري والله لا يهدي القوم الفاسقين. Sag, wenn eure Väter und eure Söhne und eure Brüder und eure Frauen und eure Familien und den Besitz, den ihr erworben habt, und den Handel, dessen Verderbnis ihr fürchtet, und eure Wohnstätten, mit denen ihr zufrieden seid, lieber sind als Allah und seinen Gesandten und das Eifern auf seinem Weg, so wartet ab, bis der Befehl Allahs kommt und Allah leitet das frevelnde Volk nicht recht. Das heißt, wenn jemand die Liebe Allahs und die Liebe des Gesandten nicht diesen erwähnten Sachen vorzieht, so beinhaltet oder trifft diese Drohung ihm zu. Und die vierte Art der Liebe ist die Liebe derjenigen, die Allah nahestehen und das Hassen der Feinde Allahs. Und dies ist die Loyalität und der Boykott für Allah. So werden die Leute des Tauhids geliebt und die Leute des Schirks gehasst. Und dies ist die feste Bande des Glaubens. Das Lieben für Allah und das Hassen für Allah. Und dies ist von den schwierigsten Angelegenheiten für den Menschen. Wenn er die Leute des Tauhids liebt und die Leute des Schirks hasst. Und dies ist ein Zeichen für den festen Glauben. In der zweiten Ayah, Ar-Rahman Ar-Rahim, des Allerbarmers, des Barmherzigen, kommt Ar-Raja, die Hoffnung, vor. Wir hoffen die Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala, weil er der Allerbarmer, der Barmherzige ist und seine Barmherzigkeit gehofft wird. In der Aussage, die dritte Ayah, Maliki Yawmiddin, der Herrscher am Tage des Gerichts, beinhaltet die Angst. Und zwar die Angst vor diesem Tag. Denn an diesem Tag wird man für die schlechten Taten für schuldig erklärt. Das heißt, die erste Ayah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, beinhaltet die Liebe zu Allah. Die zweite Ayah, Ar-Rahman Ar-Rahim, beinhaltet die Hoffnung. Und zwar die Hoffnung der Barmherzigkeit von Allah. Und die dritte Ayah beinhaltet die Angst vor der Strafe Allahs, Maliki Yawmiddin. Diese drei Angelegenheiten, die Liebe, die Hoffnung und die Furcht, sind die Grundlagen der Ibadah, die Grundlagen des Gottesdienstes. Wer jedoch nur eine von diesen drei nimmt, so ist er in der Irre. Wer Allah alleine mit der Liebe anbetet, nicht hofft und nicht Angst hat, so ist er auf dem Weg der Sufia, die sagen, wir dienen Allah nicht aus Angst vor seinem Feuer oder aus Begierde des Paradieses, vielmehr dienen wir Allah, weil wir ihn lieben. Und dies ist gewaltiger Irrtum und die Zuflucht ist bei Allah. Denn die Gesandten und Engel, die die Besten der Schöpfung sind, fürchten Allah und hoffen, was bei Allah ist. Allah sagte, إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدَعُونَنَا رَغَبًا وَرَحَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ.
Sie haben sich in den guten Sachen beeilt und haben uns gebietet in Begehren und Ehrfurcht und waren uns gegenüber demütig und gottesfürchtig. Und wer Allah alleine mit der Hoffnung anbetet, so ist er von der Murji'a. Diejenigen, die sich auf die Hoffnung stützen und nicht Angst haben vor den Sünden, weil sie sagen, der Glaube ist nur im Herzen. Oder sie sagen, der Glaube ist nur im Herzen und auf der Zunge. Und sie sagen, die Taten sind nur vervollständigend. Und dies ist genauso gewaltiger Irrtum und die Zuflucht ist bei Allah. Vielmehr ist der Glaube Aussage, Tat und Glauben. Und es reicht nicht nur etwas von diesen drei. Es ist unbedingt so, dass alle drei zusammen sein müssen. Weder Aussage, weder nur Aussage, weder nur Tat oder weder nur Glaube. Es ist unbedingt, dass alle drei zusammen sind, damit sich der Glaube bewahrheitet. Und wer Allah mit der Angst alleine anbetet, so ist er auf dem Weg der Khawarij, die Allah nur mit Furcht anbeten. Und sie nehmen nur die Aussagen, die Drohung beinhalten, und sie lassen die Aussagen, die Versprechen und Barmherzigkeit und Vergebung beinhalten. Dies sind Gruppen der Übertreiber, die Sufia, die Murji'a und die Khawarij. Jedoch der Weg der Wahrheit ist, dass man alle drei Angelegenheiten zusammennimmt. Die Liebe, die Angst und die Hoffnung. Dies ist der Glaube und das ist der Weg der Gläubigen und dies ist der Tawhid. Und dies ist, was die ersten drei Ayat der Surat al-Fatiha beinhalten. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.